Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Kanes Ex-Freundin. Was? Die Ex-Freundin? Oh, ist sie doch jetzt gestorben? Menschenskinder, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fahrenheit. Ich wusste jetzt echt nicht, dass die Ex-Freundin von Lucas Kane tot ist. Wo ist aber Tiffanys Grab, ne? Das war wahrscheinlich ein anderes Grab. Wo lang geht's? Ah, hier! Hier liegen Blumen. Sieht da aus wie frisch. Okay. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Wow. Vertrauend. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu Spur ist. Ich bin perplex. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Ja und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Ja, Orakel? Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen. Sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Lukas? Und Sie? Welche Rolle spielen Sie dabei? Ich tue die Quicktime-Events so verpassen. Sonst nichts. So ein Mist. Andere Morde. Es gab noch mehr solche Morde, stimmt's? Das Orakel wartet bereits seit über 2000 Jahren auf das Indigo-Kind. Aber ohne zu wissen, wann und wo sie geboren würde. Deswegen musste er regelmäßig Opferrituale vollbringen, um sie zu finden, sobald sie zur Welt kam. Ja, Lukas Opfer, mein Warum Ring. Sind Sie von lauter Toten umgeben, Lukas? Was geschah mit Tiffany? Und dieser alten Frau, Agatha. Das Orakel wollte mich ausschalten, denn ich war ihm lästig geworden. Er wollte Agatha mundtot machen und er benutzte Tiffany, um mir eine Falle zu stellen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. All diese Toten, er spricht so gefühllos darüber, als ob ihm nichts mehr wichtig wäre. Ah, okay, das sind... Wohnung. Und Ihre Wohnung? Als wir kamen, um Sie festzunehmen, fanden wir die Wände voller Ritualsymbole und voller Zeitungsartikel über den Mord im Restaurant. Damit wollte man versuchen, den Verdacht auf mich zu lenken. Dahinter steckten das Orakel und der orangene Clan. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Ja, helfen. Helfen? Wieso Ihnen helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihm. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden, und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit... Auf die Plätze.
Ah, ich hatte, wie gesagt, schon ein paar Quicktimes verkackt hier, aber... Was soll ich bloß tun? Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Seine Hand. Eiskalt. Wow, dass die Ex-Freundin jetzt wirklich gestorben ist, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Das war jetzt schon ein paar Videos her. Ja, aber das, wie es jetzt weitergeht, sehen wir dann wieder im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich ein paar Quicktime-Events total verkackt habe. Aber okay, das waren ja nur Gedankengänge. Falls euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ansonsten den Channel abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst, weil wir wollen ja wissen, wie die Story hier weitergeht. Die Story geht ja weiter. Also, bis zum nächsten Video.